Landfrauenwoche 2018, die schonungslose Sendungskritik von der Bauernzeitung. Mit der Gastgeberin Esther Thalmann. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge, die schonungslose Sendungskritik von der Landfrauenwoche. Heute Abend hat ja Caroline Schweizer aus Baus im Basel-Land gekocht. Heute, wie angekündigt, sitzt bei mir im Studio Jeanne Wotli. Sie ist bei uns die Online-Redaktorin. Jeanne, schön bist du da. Was ist dein Bezug zum Kochen? Ganz ehrlich gesagt, nicht so ein grosser. Bei uns daheim steht der Mann in der Küche. Trotzdem habe ich die Sendung gerne geschaut und probiere jetzt meinen Senf dazu zu geben. Super. Es geht ja nicht nur ums Kochen und du als Redaktorin bei einer Bauernzeitung. Was ist dir so zum Bauernhof und zu der Familie Schweizer aufgefallen? Also erstens habe ich gefunden, es ist eine mega herzliche Familie, unherzige Kinder, total schöner Zusammenhalt. Irgendwie so eine Bauernfamilie, wie man sich das vorstellt. Und ein paar Schweizer wirkt für mich immer noch sehr verliebt, so, obwohl sie ja schon sehr lange sicher zusammen sind. Das habe ich total schön gefunden und trotzdem hat es auch einen realistischen Bezug gehabt. Also der Herr Schweizer hat mal im Stall gesagt, er würde eigentlich noch gerne reisen und die Bauer sei vielleicht nicht einmal unbedingt seine erste Berufswahl gewesen. Er sei das halt einfach so geworden, das habe ich auch schön gefunden. Es ist nicht so ein heile Weltbild, nur propagiert worden ist. Ja, ich habe auch gefunden, die Familie Schweizer sind für mich immer noch so ein bisschen der Inbegriff von einem Familienbetrieb. Alle helfen mit. Und ganz lässig habe ich halt den alten MF gefunden. Wir hatten auch einen alten MF, einfach nicht so schön weggemacht und wo er dann noch stehen geblieben ist. Also, ja, mir hat es gerade ein bisschen angeheimelt. Und auch angeheimelt hat es mich beim Menü. Wie hast du das so empfunden? Ja, wie gesagt, auch ich bin selber nicht die grosse Köchin, darum überlange ich die kulinarische Bewertung vielleicht eher den Profis. Aber ich habe es sehr stimmig gefunden, dass sich Zwetschgen durchgezogen haben. Als Motto kann man sagen, es hat irgendwie für mich so einen herbstlichen Touch gehabt, mit dieser Randensuppe, mit Lauch aus dem Garten. Ich habe es sehr schön dekoriert gefunden, sehr viele kleine schöne Ideen, wie das Randenuntertöpfchen, das sie extra aus einer Rande geschnitzt haben. Also ich wäre sehr gerne der am Tisch gekommen. Ja, das Randentöpfchen, da habe ich noch ein bisschen überlegt, was mache ich echt falsch? Meine Randen im Garten, die werden nie so gross. Oder mein Randentöpfchen hätte einfach ganz klein müssen sein, dass es ins Rändelein geht. Da habe ich ganz eine ganz lässige Idee gefunden. Auch den Fleischvogel mit Zwetschgen habe ich so noch nie gehabt. Habe ich sehr cool gefunden. Einfach, ich glaube, mit dem Kernotto, das war das Thema bei den Landfrauen. Kennst du das? Ja, lustigerweise auch nicht. Dass man als Journalistin bekommt man ja immer auf Sachen geschenkt. Kugelschreiber sind sehr beliebt, Post-it-Blöckli. Und irgendwann an einer Pressekonferenz habe ich tatsächlich mal so ein Päckchen Motto bekommen. Wir haben so gekocht daheim. Und ich habe das gerne. Also ja, sehr gerne Äpfel und Urdinkel-Sachen und alles, was so mit Körner ist, Linsen. Von dem her hat mir das getaugt. Okay. Ich habe wieder wie das letzte Mal gefunden, boah, hey, der Dessert, der wäre ein bisschen too much gewesen für mich. Wie ist es dir da gegangen? Also ich bin gerade schwanger, vielleicht tut das so etwas zur Sache, aber ich habe eigentlich nie genug Dessert, also hat mich nicht gestört. Mir hat wiederum gefallen, dass sich die Zwetschge so durchgezogen hat. Das hat mich irgendwie ja, schön gedünkt und ich hätte aber auch gerne gegessen davon. Ja, also ich wäre auch nicht ungern bei Schweizers am Tisch gewesen. Was ich einfach noch ein bisschen spektakulär gefunden habe, ist der Service gewesen. Also der Herr Schweizer ist ja da eine riesige Leiter drauf und drauf gehangen. Also die einen haben fast gesagt Akrobat oder Äffli. Ja, was sagst du da dazu? Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ich auch, weil er hat ja offenbar schon zwei schwere Unfälle gehabt und leidet da Knickprobleme. Darum habe ich die Idee zwar lustig gefunden, aber immer gedacht, hoffentlich geht er nicht oben runter und macht sich noch mal etwas kaputt. Aber wir haben ja beide doch ein bisschen zweifelt, ob echt das Essen noch warm war, weil doch der Weg recht weit war. Ich hoffe es jetzt mal für die Landfrau. Super, was gibst du von der Schweizer für eine Endwertung von unserer Seite? Genau, also ich habe extra natürlich die letzte Sendung geschaut mit meinem Chef, Adrian Krebser, hat ja letzte Woche eine Sendung gegeben. Ich habe jetzt gefunden, viele Details, so gerade auch von der Dekoration oder wie der Sohn so den ganzen Hof, den ganzen Raum umgebaut hat. Sie vielleicht noch ein bisschen liebevoller gewesen als jetzt in der ersten Sendung. Es war so eine herzliche Atmosphäre gewesen, darum gebe ich es auch.
Super, danke vielmals. Wir sind dann nächste Woche wieder hier im Studio und schauen dann Anita Mosimann beim Kochen auf die Finger. Dann sitzt auf dem Stuhl hier der Peter Fankhauser, unserem Tierspezialist.